Weihnachten steht vor der Tür und wir haben natürlich wieder Weihnachtsmails mit den üblichen Fragen. Kaufen wir eine Gans oder eine Veggie-Gans? Nein, Spaß beiseite. Es gibt natürlich x Themen immer rund um Weihnachten und eins gehen wir hier mal an. Wenn du auch solche Fragen schreiben willst, geht über ein Formular auf liebeschip.de. Liebeschip.de. Mal ein bisschen langsamer. Und unser Podcast ist wieder draußen. Der Dopamin. Überhaupt kannst du das hier auch als Podcast hören. Da ist es einfach Liebeschip. Und so weiter und so fort. Ja, gehen wir doch gleich mal rein. Geht um, glaubst du, ich mit meinem Ex Weihnachten feiern, mit dem ich gemeinsame Kinder habe. Hallo Christian, ich habe Modul 1 gemacht. Umprogrammierung des Liebeschips sollte eigentlich jeder machen, der meine Videos guckt. Absolutes Basic. Meistverkaufter Kurs. In Stein gemeißelt, habe ich schon vor 5 Jahren erstellt. Sehr erfolgreich und ich würde kein Wort dran ändern bis heute. Und war auf der Lesung in Hamburg. Gute Wahl, es gibt auch noch Tickets, ein paar für München im Januar und Karlsruhe und Frankfurt und Wien kurz danach. Ich habe mich vor einigen Jahren von meinem Mann getrennt. Er ist ausgezogen, hatte nach kurzer Zeit eine neue, die bei ihm eingezogen ist. Er hat das lange nicht erzählt und unseren Kindern mir dann erzählt, er wollte gar nicht, dass sie einzieht, weil sie sei so dominant. Seitdem wohnen sie zusammen im On-Off. Hört sich nach Spaß an. Er hat während unserer Ehe nie etwas entschieden. Immer musste ich machen, wollte von mir Anweisungen, war emotional immer wie ein Fels. Nichts hat ihn tangiert. Er hat nach der Trennung die ganze Zeit versucht, mit mir umzugehen, als wären wir noch zusammen. Ja, hat eure Trennung offensichtlich nicht akzeptiert. Was ich nicht konnte und wollte, weil ich noch sehr verletzt und auch wütend war. Nun habe ich ein Jahr wegen der Kinder zugestimmt, zusammen Weihnachten zu feiern. Für ihn gar kein Problem. Ja, wenn er noch auf dich gut findet, kein Wunder. Er versucht auch weiterhin, mich anzufassen. Ja, aber das ist nicht okay, ne? Ich meine, das ist nicht in Ordnung, ne? Das, er respektiert ja deine Grenzen nicht, ne? Mich hat das so angetriggert, dass ich tagelang krank war. Deshalb habe ich gesagt, wir teilen Weihnachten auf. Meine Frage: Eine Freundin feiert jedes Jahr noch mit ihrem Ex. Eine ältere Freundin, die auch Therapeutin ist, hat das auch immer noch gemacht für die Kinder. Also, wenn man sich mit dem Ex nicht mehr versteht, dann muss man auch nicht zusammen Weihnachten feiern, ganz ehrlich. Also, was sagt denn die neue Freundin dazu? Ich finde das bestimmt auch nicht so lustig. Also, man kann das ja machen und wenn den Kindern das gefällt, wunderbar, ne, kann man alles machen. Und wenn man den neuen Partner damit klarkommen, meinetwegen, aber das meiner Ansicht nach geht das nur, wenn die Grenzen klar sind. Offensichtlich akzeptiert er diese Grenzen nicht. Dich triggert das offensichtlich so hart, dass du sogar krank wirst. Warum sollst du dann mit dem Weihnachten feiern, ne? Und mal ganz ehrlich, man muss nicht immer alles für die Kinder machen. Also, ich meine, ihr seid die Erwachsenen, ihr müsst das regeln. Und dann wird schon auch schön werden, egal wie er es macht, so, ne? Ich fühle mich wie die ganze Zeit meiner Ehe, wie die böse, egoistische, die sich anstellt und nicht verzeihen kann. Tja, du warst wahrscheinlich auch die nettere, vermute ich mal, auch wenn du dich getrennt hast und. Aber ganz ehrlich, da müssen wir alle hin, die hier auf diesem Kanal an ihrem Liebeschip arbeiten, klarer werden, auch mal an sich denken. Also das ist ja Selbstliebe hier. Denk an dich, ne? Du hältst es einfach nicht aus. Und man muss erstmal sich selber die Sauerstoffmaske aufsetzen, ne? Wenn das Flugzeug abstürzt, ne? Hören wir ja mal wieder. Und dann dem anderen. So, das bringt nichts. Willst dich da quälen jetzt nur für deine Kinder? Die nacken ja sowieso nicht, also vermute ich mal. Und dann eskaliert noch alles womöglich. Ja, ich auf gar keinen Fall machen. Nein. Ja, nun habe ich in einem Nebensatz bei dir gehört, dass du es auch nicht gut findest. Ja, auch aus der Sicht der neuen Partnerin. Ja, also wenn alle damit fein sind, kann man das ja machen. Also ich persönlich wäre jetzt nicht so mein Wunschtraum, also wenn ich jetzt eine Partnerin hätte, wo das Thema wäre, dann würde ich sagen, komm, dann mach ich hier diesen Tag, ich gehe dann Snowboard fahren oder keine Ahnung. Aber könnte ich es auch verstehen, wenn man da in irgendeiner Situation wäre, wo das notwendig wäre oder Sinn machen könnte.
Und solange man da so als neuer Partner jetzt nicht ausgebotet wird, irgendwie, ja, aber das ist ja alles gar nicht der Fall hier, ne? Soll ich mich versuchen, für die fast erwachsenen Kinder, oh mein Gott, zusammenzusehen? Nein, fucking nein, lass es. Wir sind erwachsen, die müssen doch nicht mehr das Mami und Papi ja gemeinsam am Weihnachtstisch sitzen. Ja, das ist schön für Kinder, so abstrakt, ja, verstehe ich. Aber ja, es ist, wie es ist. Ihr habt euch getrennt. Es ist nicht alles geklärt. Und deshalb könnt ihr, und er achtet deine Grenzen nicht. Und das kannst du deinen fast erwachsenen Kindern auch so sagen. Und deswegen möchtest du das nicht. Fertig. Ja, dann bist du eben der Arsch. Also das kenne ich gut im Leben, dass man immer der Arsch ist, wenn man mal eine klare Entscheidung trifft. Ja, aber dann don't give a fuck, würde ich dann sagen, dann bist du eben der Arsch, ja, mein Gott. Da, irgendwann muss man damit leben lernen, sonst macht man sich immer zu sehr abhängig von anderen, nicht? Es ist schwer, sich gegen ihn abzugrenzen, weil er ja immer so lieb und ruhig ist. Ja, aber er respektiert deine Körpergrenzen nicht. Vielen Dank für deine Arbeit, sie hat mir in den letzten Monaten sehr geholfen. Viele Grüße. Katschlem Kovskova. Da kommt noch PS, ich finde einfach nicht heraus, wer bei uns der Minuspol war. In anderen war ich deutlich pluspolig und liebessüchtig. Mein Mann hatte aber so gar keine Grenzen, war immer passiv, aber nicht offen aggressiv. Können auch beide Partner Pluspole sein? Nee, du, also in meiner Welt wärst du jetzt der Pluspol, dass dein Mann auch sehr bedürftig war. Ja, kann, oder dass ihr beide vielleicht bedürftig wart, das kann natürlich sein. In diesem Sinne, das ist übrigens Thema Modul 4. Die drei Modi der Co-Abhängigkeit, aber gut, ich will euch haben, ihr müsst auch mal dann da reingucken und fertig. Wir sehen uns bald wieder.